Jetzt ist es aber immerhin ein Hoffnungsschimmer. Es wird ja auch schon eingesetzt. Sie haben es auch gesagt, die Antikörpertherapie, auch in Vorarlberg wird die sehr erfolgreich eingesetzt. Die Zahlen sind sehr vielversprechend. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich überlegen, und davor warnen ja auch alle, das Virus ist nach wie vor da, wird sich weiterentwickeln. Situationen, wie wir sie die letzten 2 Jahre hatten, mit Lockdowns, mit Absonderungen, mit diesen teilweise auch Überlastung natürlich in den Krankenhäusern, je nachdem, wie der Schweregrad auch war. Das heißt, alles wartet ja eigentlich darauf, dass es irgendwann jetzt dieses Mittel gibt, das ich dann nehme, wenn ich erkrankt bin, dass ich mir zum Hausarzt hole und dann halt eben wie bei einer, sage ich jetzt mal, herkömmlichen Grippe oder einer anderen viralen Erkrankung nehmen kann und eben nicht darauf angewiesen bin, dass ich das nur in den ersten 2 Tagen nehmen kann. Ist es realistisch, dass wir so ein Medikament überhaupt bekommen? Und falls ja, was muss man denn da rechnen, bis sowas marktreif ist? Da bin ich absolut überzeugt, dass diese Mittel auf den Markt kommen werden. Und ich weiß von 3 Firmen, die im Moment daran arbeiten. Keine größeren, das sind kleinere Biotechnologiefirmen hier in den USA. Und das Prinzip ist sehr einfach. Die Protease zum Beispiel ist ein virales Enzym, das nur dem Virus, im Virus, das der Virus gebraucht. Aber dieses Enzym ist nicht in der menschlichen Zelle erhalten. Und deshalb ist es möglich, ganz spezifische Mittel zu entwickeln, die den Virus inhibieren, aber die menschliche Zelle in Ruhe lassen.